nicht mehr normal, Alter. Gibt's ja nicht. Ihr habt jetzt alle was zu essen oder was ist hier? Was passiert hier eigentlich gerade? Lea spült schon wieder im falschen Waschbecken ab. Jules sitzt da draußen und isst alleine. Die anderen. Gut, aber hier ist gute Stimmung. Das gefällt mir. Fiona, magst du nichts essen? Kein Hunger? Doch, oder? Die holt sich dann schon was, wenn sie Bock hat, oder? Fio, hä? Die müssen auch wieder in die Arbeit gehen. Lea ist etwas planlos und guckt sich im Spiegel an. Aber vielleicht auch nur, weil sie sich so awesome findet. Wolltest du nichts essen, Lea? Ach, sie hat schon. Ja, wenn du schon im Bad bist, kannst du noch aufs Klo gehen. Und dann kannst du dich hier zu den anderen setzen. Und deine Freundin kann eigentlich dasselbe machen. Ach, sie setzt sich zu Jules raus. Das ist auch lieb von ihr. Da ist er nicht so ganz alleine. Aber Jules, mal so ohne Scheiß, du kannst dich auch einfach hier zu deinem Kind setzen, ne? Und ein bisschen mit dem plaudern. Also, ich meine nur, es ist halt dein Kind, ne? Oder war das ein Fehler? Sind Jules und Carly vielleicht nicht für Eltern gemacht? Ja? Fiona hat seinen Platz eingenommen. Das wird mich jetzt schon ein bisschen ärgern. Jetzt ist Lilo alleine, jetzt ist Lottie alleine da draußen. So, komm, du kannst dich da auch noch hinsetzen. Jetzt fehlt nur noch eine, Vanessa. Die war im Keller Big Block spielen, die geht jetzt schlafen, ist das so? Ja, anscheinend. Aber Vanessa, du kannst doch noch ein bisschen mit deiner Freundin plaudern. Da, komm, ruf sie doch mal an. Da kannst du noch ein bisschen mit ihr im Bett, könnt ihr doch noch ein bisschen telefonieren, ihr zwei. Oder? So läuft das doch. Kannst dich schon aufs Sofa setzen. Und vielleicht noch einen Film gucken. Aber sie ist echt fertig, sonst würde ich Svenja noch einladen. Ja, was mache ich denn mit Svenja? Was mache ich denn mit Svenja und... Komm, ich lade sie mal ein. Vielleicht mag sie noch kommen, oder? Wir fragen sie mal. Ob sie noch ein bisschen mitgucken mag. Schauen wir noch einen Actionfilm, oder? Oder nee, Comedy. Comedy-Kanal schon. Kommt sie vorbei? Da ist sie ja schon. Guck mal, wie sie rennt. Die Svenny. Na komm. Ja, kann schon rein. So. Ja, jetzt bitte sie halt hier... Lass sie doch nicht da draußen stehen. Sie kann doch außen hochlaufen. Guck mal, man kann jetzt Türen abschließen. Das ist halt richtig gut. Das ist für unseren Laden. Das ist eigentlich perfekt, den wir gemacht haben. Und ich muss mir jetzt mal wieder... Ich muss mich mal um die anderen Haushalte wieder kümmern. Ich weiß auch nicht, was mit der ganzen Urlaubsgeschichte da war. Ach, das ist ja gerade alles ein bisschen komisch, oder? Lotti geht schlafen. Erreicht's. Ich nehme euch diese dumme Big Block Maschine weg. Ich sag's euch. Ich nehme sie euch weg. Dominik? Könntest mal langsam ins Bett gehen? Es ist irgendwie 11 und du hast wahrscheinlich morgen Schule, oder? Ja, komm, jetzt ist langsam mal Zeit. Ich sag jetzt einfach, dass Dominik jetzt... Der schläft dabei bei Lea. Ich hoffe, das ist okay, oder? Ich hoffe, das ist okay. Dass der währenddessen bei Lea schläft, dann ist er halt über seinen Eltern. Dass ich denke, dass Tante Lea da nichts gegen hat. Warum macht ihr zwei das hier in Lottis? Sie möchte, glaube ich, gerne schlafen. Sie hat einen anstrengenden Arbeitstag hinter sich. Svenja. Und Vanessa schläft jetzt. Das ist komisch. Aber okay. Geht Fio jetzt auch schlafen? Nee, sie guckt Comedy-Kanal. Na gut. Das ist auch eine Möglichkeit. Der Jules hat
das Badezimmer kaputt gemacht und ist ratlos. Er steht im Bad, energiegeladen und weiß nicht, wohin. Oh. Svenja bringt den Müll raus, das ist so lieb. Und dann kann sie sich ja noch ein bisschen zu Fiona setzen und mit ihr reden. Und wir checken jetzt mal einen anderen Haushalt, ne? Und wieder einmal versammelt sich der Haushalt vor dem Haus. Aber Geld ist ja genug da, 87.000. Aber das kann doch nicht sein, dass wir haben doch nicht das in der Bäckerei produziert. Das glaube ich nicht. Was ist mit euch? 8 Stunden und bis zum Unterricht. Ich glaube ja, dass wir mal was machen werden. Und zwar glaube ich, ist es ja, weil ich zufällig weiß, dass Pika auch mittlerweile die Zeit des Teenager-Seins hinter sich gelassen hat. Was ist denn das eigentlich? Was ist denn das für ein ekliger Scheiß? Asche. Wah. Weg damit, du ekliges Ding. Dass wir auf jeden Fall Geburtstag feiern sollten, würde ich mal sagen. Und damit vielleicht auch ein Ende der Teenagerzeit für Max einläuten. Und vielleicht hier auch mal Nadine unter die Haube bekommen. Und ganz ehrlich gesagt, mein Lieben, bin ich mit diesem Haus hier relativ unzufrieden. Das war zwar eine Zeit lang ein richtig schönes Zuhause für einige meiner Sims, aber ich hätte das, glaube ich, gerne geändert und würde hier Platz für was Neues schaffen. Und jetzt weiß ich nicht, wollt ihr das Haus nochmal haben als, ja, als Upload? Soll ich das nochmal upsafen? Gibt es da Interesse, dass man sagt, oh, das Haus hätte ich gerne, aber ich glaube eher nicht, oder? Das ist jetzt nicht eins meiner Meisterleistungen. So wie dieses hier zum Beispiel. Habe ich das überhaupt im Internet? Das weiß ich gar nicht. Müsste ich mir auch nochmal zu angucken hier. Was habe ich denn da gebaut? Das ist aber nicht original, so wie das gebaut ist hier. Auf jeden Fall fände ich das ganz angenehm, wenn wir, ich meine, jetzt ist 2 Uhr morgens, ich sage mal, am Ende des Schultags, können wir jetzt für beide das Altern einstellen, dass wir ja sagen, okay, aber da muss ich einen Geburtstag feiern, ne? Pika, würde ich mal sagen, ist älter. Sie, okay. Yep. Das ist schon okay. Das ist ganz normal. Ich glaube, Pika ist einfach ein bisschen älter als Maxi. Weiß nicht, sie macht auf mich auch den reiferen Eindruck. Also, findet ihr doch auch, oder? Finde ich auf jeden Fall. Und deswegen planen wir jetzt erstmal ihren Geburtstag. Und dann planen wir natürlich auch den von Maxi, aber jetzt, ich glaube, beide parallel gehen nicht. Wir werden es probieren, weil sonst überschneiden sich ja die Einladungen. So, Hausparty, Whistleparty, Hochzeit, Geburtstagsparty. Gut. Wähle ein Sim. Geburtstagssim. Das ist Pika. Pika hat Geburtstag. Ach, guck mal, beide Geburtstag. Ja, du kannst nicht zur Schule gehen währenddessen. Die haben beide Geburtstag am selben Tag. Wie cool ist das denn? Das ist ja schön. Nadine ist da, Wall ist da, Erster, der Nils ist da. Aber wer ist noch da? Komm, wir müssen so viele einladen. Lea kommt natürlich. Der Helmi kommt natürlich. Der Frankl. Emmy. Die Sarah. Wer ist noch? Ja, die Fiona, die Talia natürlich. Die Miri. Der Michi. Komm, die müssen alle kommen. Die Peggys kommen auch. Anessa kommt, die Anna kommt. Die Lotti kommt natürlich, der Locke kommt natürlich. Ah, ich kann niemanden mehr? Nein. Dann machen wir die Peggys nicht rein. Dann gucken wir mal hier so nach... Ja, die sind ja eh da. Also kann ich Mitbewohner dann... Kann ich den ausschließen oder... Weil sie eh Mitbewohner sind, das weiß ich gar nicht. Ich glaube,
Mitbewohner kann ich mal ausschließen, oder? Weil die in dem Haus wohnen. Dann schaue ich nochmal, wer hier noch positive Energien hat. Kali, kommen wir leider jetzt alle hier mit. So, so. Der Paddy, Paddy muss natürlich auch dabei sein. DNS dann nehmen wir auch noch. Nee, kann man nicht. Man kann nicht so viele einladen. Das ist schade, ist das. So, 15. Genau, Caterer ist eine gute Idee. Weil dann kann ich da nämlich als Caterer... Wer kann denn gut... Nehme ich die Cindy Presser oder nehme ich da den Perky? Kann ich den als Unterhalter, Entertainer... Ah, der Flo. Der Flo oder der Perky. Das ist natürlich auch... Dann nehme ich als Entertainer, nehme ich mal mich. Und als Caterer nehmen wir mal... Wer könnte denn das machen? Die Riesel könnte das doch übernehmen, oder? Dann macht es die Riesel. Und Barmixer, das macht die Cindy. Oder warte mal, könnte ich auch den Barmixer machen? Dann lasse ich den Flo. Dann lasse ich den Flo hier den Entertainer machen. Ah ne, okay, das muss so. Ja, das muss so. Okay, alles klar. Dann mache ich den Entertainer, weil der Flo hat nicht so ein hohes Entertainer-Level. Und wo feiern wir? Feiern wir hier bei uns zu Hause oder da? Oder da in, oh, im Großen? Bei den Jansens drüben? Hier da, wo alles begann vielleicht? Hm. Im Museum, im Park? Wo feiern wir denn? In der Bar? In der Lounge? Der Solarfackel? Wo ist die denn eigentlich? Die habe ich doch gar nicht, oder? Nachtclub. Hm. Bei der Fiona, ich weiß nicht. Oder feiern wir doch hier, oder? Ich weiß nicht, da könnte ich nochmal ein bisschen was aufbauen oder so. Das, das ist, wenn da draußen geht's da, da sind zwei so fette Tische. Dann können die anderen da auch da, oder dann sind hier die... Nee, wir feiern hier, oder? So ein großes Haus. Nein, die Feier geht jetzt los. Ernsthaft? Ich dachte, die startet dann so um 17 Uhr oder sowas. Nicht um 2 Uhr morgens. Ah. Wieso? Warum? Dann sind sie nur alle müde und wollen ins Bett gehen und schlafen und so. Was macht Miri denn? Miri? Ist das deine typische Aktion auf eine Geburtstagsparty? Aber ich brauche doch noch... Nein, komm doch mal, warte mal. Warte doch mal. Hier wird gefeiert. Ich wollte das auch noch umbauen. Ich wollte das auch noch alles umbauen. Hier, die Musikanlage. Die kommt natürlich hier, da spielt die Musik. Ne? Da ist Party hart. So, dann machen wir hier mal die Couch ein bisschen auseinander. Und da oben, da braucht ihr jetzt nicht hinlaufen. Wollt ihr schon ins Bett gehen oder was? Was ist los mit euch? Habe sie. Risi kocht wenigstens, das ist schon mal gut. Da gibt es auch noch Plätze. Da sind Stühle ohne Ende. Draußen ist auch noch Platz. Da der Grill ist vorbereitet. Okay. Dann brauchen wir vielleicht noch ein Unterhaltungsmikrofon. Damit der Peggy da... Oder eine Gitarre vielleicht. Eine Gitarre ist da, okay. Gibt es auch noch so ein Unterhaltungsmikrofon hier. Das hat er natürlich... Dann kann er da mal ein paar Witze hier vom Pferd erzählen, ne? So, die stellen wir mal hier so hin. Da ist die Tanzfläche eigentlich. So. Warte mal, müssen wir so machen. So. Und, was gibt es denn noch für lustige Partyspielchen? Bin ja gar nicht darauf vorbereitet, dass das jetzt hier so plötzlich passiert. Okay. Was macht ihr? Warum sind die jetzt da hochgegangen? Du gehst jetzt nicht ins Bett. Unten wird Party gefeiert. Ich glaube, es hackt. Ach, guck mal, und da ist die... Nee, warte, wir machen das ganz anders. Wir bauen die Bar jetzt hier noch um. Und die Bar kommt jetzt... Kann ich die hier noch so hinbauen? Oder hier?
Irgendwo. Warte mal, ich muss mal gerade nochmal hier alles so ein bisschen geburtstagsmäßig optimieren. Du kommst mal raus. Und du kommst mal wieder da so hin. Man hätte die Bar ja auch nach draußen legen können, oder? Kann man das nicht? Kann man doch auch, oder? So, dass man die Bar hier so hinstellt. Und dann baut man hier draußen die Musik auf und draußen wird gegrillt und so, aber sie macht jetzt innen. Ha. Ich hätte das gerne irgendwie so zentral gehabt. Kann man da noch vorbeigehen? So, ja, da kann man auch noch... Dann machen wir die Lampe hier erstmal weg. Genau, die können jetzt mal hier stehen. So. Dann ist da... Oder warte mal, nee, die können wir doch hier stehen lassen. So. Haben wir da noch einen Hocker? Gut. Ja, das geht jetzt hier nicht. So. Da noch eine Sitzmöglichkeit. Hier ist die Bar, Cindy. Hier ist die Bar. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht kaputt gemacht. Komm, ihr müsst doch gratulieren. Wo ist denn überhaupt das Geburtstagspärchen? Die sind da am Zocken. Fiona ist am Dancen. So. Kommt mal alle hier zusammen. Sie will ins Bett, ne? Na, jetzt kann sie knicken. So, guck mal hier. Zum Essen rufen. Geburtstagskerzen hinzufügen. Genau, aber erstmal das. Geburtstagskerzen hinzufügen und dann zum Essen rufen. So, da gibt es auch schon Drinks. So, jetzt so langsam wird das doch hier interessant. Oh Gott, der ganze Müll hier. Mach doch das mal weg hier. Da haben doch die Leute gar keinen Platz zum Essen. Kann ich das nicht einfach wegschmeißen? So. So. Oder hier irgendwie so in den Geschirrspüler. So, oh ja. Dann wasche ich halt schnell per Hand den Rest. Wenn das hier niemand macht außer mir. Mein Gott. Helmi hat schon seinen Platz an der Bar gefunden. Das ist natürlich klasse für ihn. So, Sims gleichzeitig tanzen lassen, das ist auch kein Problem. Gibt es jetzt hier Kuchen? Nein? Die Sarah. Ist hier wieder irgendwas kaputt? Ah, wir haben es ja. Komm, ersetzen. Was heißt, sie ist da am Zocken? Na gut. Miri ist da hinten auch am Zocken. Wahrscheinlich zocken sie miteinander irgendwie gerade was im Internet oder so. Riesel macht irgendwie was zum Beißen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht was. Du gehst nicht ins Bett, Mädchen. Du hast Geburtstag. So. Komm, ihr könnt doch noch ein bisschen hier... Kannst ihr doch sagen, dass sie gut aussieht? Du sagst ihr auch, dass sie gut aussieht. Die gute Pika. Und gemeinsames Foto. Oh, da müssen wir noch ein Selfie machen dann. Da müssen wir noch dein Selfie machen. Hier plaudern, ne? Pika, weh, du gehst ins Bett, ich sag's dir. Ich bring dich um. Na, ihr beiden, das ist doch das Geburtstagspärchen hier. So. Gratulieren, jawohl. Oh, was, sind die echt schlafen gegangen? So, komm, du musst ja noch gratulieren. Da, gratulieren. Und wird er jetzt nicht erwachsen? Ich habe doch beide zum Geburtstag hinzugefügt. Es ist so unmöglich, dass die jetzt echt schlafen gegangen sind. Also, das ist ja wirklich unfassbar. Das ist ja unfassbar. Da kommt es jetzt auch nochmal runter. Ja, übrigens alles Gute, ne? Deswegen ist hier alles so laut. Ist ja interessant. So, und dann kommt mal... Was ist denn sie jetzt? Ist sie jetzt immer noch ein Teenager? Oder wo steht denn das jetzt? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Also was zählt sie denn jetzt? Oh, komm, abfeiern, komm. Ach sie, sie im Altern lassen, ja, aber... Was ist sie denn jetzt für ein Alter? Wo sehe ich denn das jetzt? Dann muss ich sie jetzt altern lassen, quasi beide, oder? Oder? Sim altern lassen? Huh?
Aha. Was soll denn das jetzt? Ach, da kann ich jetzt aussuchen, welchen Sim ich altern lasse, oder was? Nee. Ich raff's einfach so gar nicht, was ich jetzt so machen kann. Nee, das passt. Ich weiß auch nicht. Ich will keinen anderen. Na gut, weil denen hier die Geburtstagsfeier schon gehört quasi. Essen die jetzt auch Kuchen hier? Ja, komm, abfeiern. Wo ist sie denn, unser Geburtstagsmädchen? Ach so, jetzt sind sie alle endlich hier. Das ist aber schön. Kerzen ausblasen. Kerzen auspusten, so. Da haben wir schon mal ganz wichtig. Eine Sache, die wir erfüllen. Ja, jetzt lass sie doch mal durch. Oh Gott, und bitte ersetzt jemand den Kühlschrank. Jetzt lass doch mal das Geburtstagskind hier durch. Da steht jemand im Weg. Der Frankel steht im Weg. So. Wieso kann sie denn jetzt nicht mehr die Kerzen ausblasen? Was soll das denn jetzt? Abfeiern? Ja, aber warum? Hä? Ich wollte doch gerade die Kerzen ausblasen. Guck mal, Kali. Alter, was hat die für ein Oberteil an? Ist der Kuchen jetzt weg? So, Kerzen auspusten. Mach's einfach. Du kannst doch jetzt wohl da die Kerzen auspusten. Guck mal. Ja. Sie kann abfeiern, aber sie kann nicht die Kerzen auspusten. Kann ich den woanders hinstellen, die Torte vielleicht? Das ist ja nicht so geil gerade hier alles. Kann ich jetzt das machen? Wieso geht das denn nicht? Sie steht doch nicht im Weg. Sag mal, bist du wahnsinnig? Und dann muss man den Kuchen essen. So, Kerzen auspusten. Ah, ja, endlich. Ah, ja, yes. Ah, mein Gott. Guck mal, es ist tollpatschig und ein Geek. Und jetzt führen wir nochmals schon mal ordentlich, fröhlich, düster, Spinnerin, aktiv, vielfraß, mag keine Kinder, liebt der Natur, gut, Bücherwurm. Genie-Kunstliebehaberin, Perfektionistin, romantisch, faul, gesellig. Ich wäre da was zwischen gesellig, Bücherwurm, gut und Genießerin oder fröhlich. Ich glaube, fröhlich ist echt gut, oder? Oder Bücherwurm, gut. Ich glaube, ich nehme fröhlich. Sie ist zufrieden. Ja, das nehme ich jetzt mal. Und jetzt feiern sie alle. Aha. So, okay, dann, warte mal, dann muss ich jetzt noch welche gleichzeitig tanzen lassen. So, zusammen tanzen, das ist gut. Oh Gott, warum schmeißt ihr denn alles hier rum? Und warum ist Peggy nicht da? Er sollte doch unterhalten. Warum tut er es nicht? Aber du musst doch auch noch ausblasen. Kerzen auspusten. Ich glaube, er ist krank. Er kann es nicht. Aha. Jetzt ist der Maxi auch ein junger Erwachsener. Und er ist ein Stück gewachsen. Er ist ein Bücherwurm und er ist ein Genie. Und er ist... Was gebe ich dem jetzt? Gesellig, selbstsicher, Bro, zimperlich, familienbewusst, wahnsinnig, kreativ. Gemeint, dem gebe ich gesellig. So.
Jetzt könnt ihr doch mal zum Essen rufen. Jetzt esst doch mal bitte den Kuchen auf. Was ist denn da los mit euch? So, da die anderen tanzen gleichzeitig. Da muss jetzt noch mal jemand dazu. Sie hat sich schlafen gelegt. Das ist nicht okay. Tanzen, so. Das wird sonst keine gute Feier hier. Kuchen backen. Was kann sie danach machen? Warte mal, das macht... Nee, warte mal. Backen? Kannst du das? Oh ne, sie kann keinen Kuchen. Wieso kann sie keinen Kuchen backen? Wie soll ich denn das machen? Da brauchen wir doch jemanden, der das kann. Und Riesel macht hier Essen ohne Ende. Ja gut, okay, da wird auf jeden Fall Kuchen gegessen da draußen. Die feiern hier bis in den Tag hinein richtig gut. Ah, okay. Also einen silbernen Geburtstag habe ich jetzt geschafft. Und wir heißen unsere liebe Pika und den lieben Max in der Welt der jungen Erwachsenen. Ja, willkommen, würde ich mal sagen. Ne, ihr zwei. Und das ist dann auch an der Zeit, dass ihr euch dann mal einen Beruf aussucht, würde ich mal sagen. Na komm, du kannst schon mit Pika ein bisschen tanzen hier. Ach so, er ist noch sein Kuchen. Ja, sie haben jetzt keine Karriere, haben sozusagen ihren Schulabschluss vorzeitig abgeschlossen. Das ist okay. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Und so tanzt er. Er ist, glaube ich, ein bisschen krank. Aber ich denke, das sollten wir schon irgendwie anders geregelt kriegen, oder? Pika, was meinst du? Komm, wir können ihn doch mal rausschmeißen, oder? Also wir können machen doch mal hier. Wir machen doch mal diesen hier. Oder? Ihr Zweien. Und wenn ihr schon... Also an dem Geburtstag, ne? Da geht das doch, oder? Es ging ja vorher nie und jetzt darf er mal ran. Der Max. Das ist doch der perfekte Moment dafür. Ja, oder? Ah ja, das halten doch beide hier für eine gute Idee. Aber immer gut aufpassen, ne, ihr Zweien. Genau, Riesel und der... Oh, das sieht auf jeden Fall nach Party aus hier, ne? Die anderen beiden sind dann noch draußen und genießen die frühen Morgenstunden. Die beiden hier genießen eben sich gegenseitig, die neuen, jungen Erwachsenen. Und damit machen wir auch hier einen Cut. Ne? Und der Zukunfts-Peggy, der muss dann gucken, dass er sich um die anderen Haushalte kümmert und hier ein bisschen aufräumt. Wenn der Gegenwarts-Gronk das jetzt nicht hier fertig schafft. Aber das sieht doch ganz gut aus, wie er das macht. Ne? Ja, Valentin geht in die Arbeit. Recht hat er. Bis dann. Tschüss.